Genau. Ich habe einen Lamborghini Aventador. Gehört ein Freund von mir. Der will wissen, was man da so rausholen kann. Wow, ein echt schicker Wagen. Dein Freund hat guten Geschmack. Schick mir die Infos. Erledigt. Also, Champ, hast du was über Jasmine und ihre Crew rausgefunden? Nicht wirklich, aber danke, dass du mich als Champ bezeichnest. Ist mir nur so rausgerutscht. Anscheinend ist Jasmine mit einer Crew aus Cyril Heights unterwegs. Über die ist nicht viel bekannt, aber sie haben Kohle. Wir sollten uns also besser gut darauf vorbereiten. Die Heights? Keine Sorge, Kiddo hier wird vorbereitet sein. Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Need for Speed Unbound. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. So, wir sind wieder am Start. Im letzten Part haben wir ja den Sonntag beendet. Ja, zweimal durchgestrichen, Tag und Nacht. Jetzt wäre der Montag dran. Wir haben 9.300 Dollar. 20.000 brauchen wir mindestens als Startgeld. Jetzt gerade noch mal kurz hier bei die Leistung reingeguckt. Wir sind jetzt bei B159. Ein Punkt drüber, also 160. Wir würden sofort in A rutschen. Wir brauchen aber ein B-Fahrzeug. Ich glaube, der Civic bleibt auch erstmal als B. Damit wir ein Grip-Fahrzeug haben. Zumindest mal gucken, wie weit wir da kommen. Vielleicht bauen wir irgendwann noch ein anderes. Also bestimmt, aber naja, ich weiß es noch nicht so hundertprozentig hier. Style würde ich jetzt gerne ändern. Aber es kostet halt einfach zu viel Kohle, ey. Ja, wir können da einfach nicht jetzt die Kohle raushauen. Das heißt, das müssen wir irgendwann später noch machen. Ich will erstmal wirklich auf diese mindestens 20.000 kommen, damit wir das Startgeld haben. Und alles, was darüber hinausgeht, werden wir dann in andere Fahrzeuge bzw. in die Upgrades und in die Optik der Fahrzeuge stecken. Deswegen starten wir jetzt einfach mit dem Montag am Tag. Gucken, was wir zur Auswahl haben. Hier brauchen wir wieder ein A-Fahrzeug. Hier brauchen wir ein B-Fahrzeug, das haben wir. Hier B, da auch B. Wir haben halt noch kein A-Fahrzeug. Wir müssen uns unbedingt noch ein neues Fahrzeug besorgen. Deswegen muss jetzt die Optik erstmal zurückstehen, damit wir hier ein bisschen vorankommen. Gut, starten wir mit dem hier. Kein Startgeld, 1500 nur Belohnung. Oh Gott, das ist ja nix, ey. Na gut, egal, starten wir. Da ist er, der hübsche Civic. Wir haben ja auch... Wie läuft das Leben? Auf der Überholspur. Das hört man doch gern. Ein großes Talent will heute einen Bezirk übernehmen. Ein großes Talent? Ein Fahrer? Ich schweige wie ein Grab. Aber glaub mir, du willst einen guten Eindruck machen. Das Einzige, was hier Eindruck macht, sind deine komischen Anrufe. Alles Teil des Plans. Also, was läuft heute? Keine Cops, nur Racer. Keine Cops? Wie haben die das geschafft? Solche Fragen stelle ich lieber nicht. Ich weiß nur, dass keine Cops dabei sind. Und dass du Stil brauchst. Du weißt schon, das, was coole Leute haben. Ach ja, coole Leute. Wie du. Ganz genau. Also gebe ich dir einen Ratschlag. Motz deinen Wagen mal ein bisschen auf. Das soll eine richtige Show werden. Ich mag mein Auto. Oh, ich weiß. Aber die 90er sind vorbei, Schätzchen. Wohl wahr. Ja, ich würd gerne was machen, aber wie gesagt, wir müssen die Kohle sparen. Und was ich noch sagen wollte, wir haben ja den Sound ein bisschen geändert, auch im letzten Part. Ja, schon cool. So, auf dem Weg nehmen wir natürlich, wenn möglich, wieder irgendwelche Sammelobjekte mit. Auch wenn ich jetzt gerade nicht sehe, wo hier ein Sammelobjekt ist. Sehe hier so ein Arschloch. Alter, was ist los mit dir? Hab dir nichts getan. Er beleidigt mich einfach. Gut. Okay. Dann fahren wir jetzt erstmal schnell zum Rennen. Ein bisschen Progress machen. Aber das da können wir noch mitnehmen. Joa, voll dran vorbeigefahren, Junge. Was haben wir denn überhaupt für Herausforderungen?
Burst Nitro-Stufe 3 einsetzen, fahre bei einem Rennen 10 Sekunden lang im Windschatten und fahre 3 Grip-Kurven. Das sollten wir hinkriegen. So, dann starten wir mal. Wir sind fast ganz oben. Obi war schon relativ hart, aber die hier... weiß nicht. Schaffen wir das? Hier kriegen wir 350. 300. Noch ein anderes Civic. Ich nehme mal sicherheitshalber hier die 350. Geht's. Sehr guter Start. So, 10 Sekunden lang im Windschatten. Das sollten wir hinkriegen. Ich dachte, wir sind Freunde. Nix da. Damit haben wir das auch. Hast du was drauf? Das muss ich dir lassen. Lass das. Oh, was? Der, mit dem wir die Wette abgeschossen haben, ist auf Position 1. Was soll das denn? Jo. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Muss auch wieder ein bisschen reinkommen erstmal. Kann ich jetzt hier eigentlich gucken? Habe ich. Okay, eine Grip-Probe haben wir geschafft. Jetzt muss ich mir aber anstrengen hier. Eine Grip-Probe, sehr gut. Nee, eigentlich hatte ich das nicht vor. Warum ist denn der doch stark? Was soll denn das? Geh mal weg. Nix da. Geld gehört mir. Hau rein, Dude. Schön mit dir. Sehr gut, haben wir geschafft. Naja, 1850 mit der Wette. Geil. Gewinne Rennen. Oh, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Okay. Nächstes Rennen. Da kriegen wir 5000. Startgeld 1500, 3750. Joa. Müssen wir ja so oder so machen. Auf geht's. Kiddo, ich hab einen Lamborghini Aventador. Oh. Gehört ein Freund von mir. Der will wissen, was man da so rausholen kann. Wow, ein echt schicker Wagen. Dein Freund hat guten Geschmack. Schick mir die Infos. Erledigt. Natürlich, dann gehen wir erstmal zum Lambo. Oder fahren erstmal zum Lambo. Schauen wir mal, was Rydell diesmal von uns will. Yo, Speedy. Ich hab Jasmines Crew mal durchleuchtet. Und? Was gefunden? Keine ganz großen Fische, aber auch keine ganz kleinen. Wir müssen wissen, woher das Geld für das Lakeshore Grand kommt. Aber konzentrier du dich mal auf das Rennen und ich mich auf den Rest. Okay. Schaffen wir das hier? Schade. Haben wir nicht geschafft, aber immerhin ein neuer Rekord. Boah, wieder am Arsch der Heide, wa?
Boah, da noch 1000 Meter. Junge. Dafür ist die Karre doch viel zu lahm. Ey, ey. So, liebe Kinder, sowas machen wir natürlich nicht auf der Autobahn. Für alle, die gerade den Führerschein machen. Da sind wir. Hallo. Okay, na der wird ja ordentlich was drauf haben, ne? 2019er. Be light. Ah, okay, wieder sowas. 3000 für 1 Minute 40. Okay. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Okay, da den Punkt zu treffen, war schon ganz schön schwer. Hallochen. Eieiei, ist die Karre schnell. Da müssen wir lang. Da eine Minute 40 schaffen. Oh Mist. Ich glaube nicht, wa? Na los, komm, komm, komm. Gib Gummi. Hey, Fehler. Oh, haben wir doch noch geschafft. Nice. Na geil. 3000 mal eben so dazu verdient. Oh, cool. Der Aventador ist geliefert. Und das schneller, als ich es gewesen wäre. Ist schön, wieder Jobs zu haben, ne? Ja, kleinen Moment, kurz gleich weiterreden. Wir wollten eigentlich erstmal zu dem. Ja, komm, dann machen wir halt jetzt das. 2000er Startgeld, großes Geld. Dem. Na, du weißt schon. Die Kunden kommen zurück und das verdanke ich dir. Das ist doch das Mindeste. Hey, die Vergangenheit ruht. Tiefgründig. Das solltest du auf ein T-Shirt drucken. Und die kostenlos bei einem Ölwechsel vergeben. Bis später. Was für Sprüche, ey. Falsche Richtung, ja und? Was soll ich jetzt machen? Ich muss da nochmal lang. Sind wir aber gerade an der Leistungsgrenze von dem Karren. Ja, 250 mehr geht nicht. Bei 50 ist seine Grenze. Da war schon das Kampf. Na denn, großes Geld. Jetzt möchte ich aber was sehen. Boah. Wir nehmen ihn hier. Oder sie, besser gesagt.
Geschlagene Punkte. Was ist denn das? Ein Drift-Event oder was? Dann habe ich jetzt richtig verkackt. Shit, habe ich nicht drauf geachtet, was das jetzt ist. Scheint ein Drift-Event zu sein. Na toll. Das wird da mit der Karre nichts. Katze voll klicken. Oh, kann ich mein Handling hier nochmal umstellen? Ach, shit, ey. So, so einer Karre kann ich doch nicht driften. Oh nee, sorry, Alter. Was ist denn, wenn ich Event jetzt verlasse? Event verlassen, um zur freien Erkundung des Spiels für sämtliche Startgelder oder potenzielle Belohnungen, die du im Event verdient hast, gehen damit verloren. Shit. Ja, okay. Das werden wir voll verkacken. Kann er nicht mit einem Gripwagen, der auf Straße gebaut ist, ein Offroad-Drift-Event machen? Versuch rauszuholen, was geht, ey. Aber die Karre zum Ausbrechen zu kriegen, ist so gut wie unmöglich. Ich muss mich jetzt gerade ein bisschen konzentrieren, oder ich versuche es zumindest. Eigentlich liebe ich Drift Events. Aber doch nicht mit so einem Auto. Letzte Runde. Wir haben 27.000 Punkte. Also mehr als 50 werden wir nicht hinkriegen. Alter, ich versuche echt rauszuholen, was geht.
Ergebnis war für den Arsch. Nicht mal den dritten Platz belegt. Ja, komm, das brauchen wir nicht versuchen, das bringt überhaupt nichts. Das war Mist. Das war richtiger Mist. So, als nächstes steht auf der Tagesordnung Speedpower, Speedrennen, lange Geraden, okay. Allerdings noch ein vernünftiges Rennen. Oh Gott, das ist schon wieder für eine Strecke. Na gut, alles klar. Dann würde ich sagen, fahre ich dahin. Aber das sehen wir dann im nächsten Part. Denn hier ist schon wieder Schluss. Fahre ich schon mal offline dahin und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn ihr denn wollt. Damit sage ich wieder recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns im nächsten Part von Need for Speed Unbound oder in einem anderen Video wieder. Wie ihr mögt. Vielen Dank. Haut da rein.